umverteilen, umverteilen, jetzt, jetzt, jetzt! Liebe Berliner, Berlinerinnen, hallo kämpfende und solidarische Menschen, ich begrüße euch im Namen der Bisdevaris-Initiative, auf Deutsch, Initiative Wir sind auch dabei. Ja, wir sind auch dabei, um Nein zu sagen zu Ausbeutung, Unterdrückung, Teuerung, Armut und Krieg. Ja, wir sind auch dabei, um Ja zu sagen zu Geschwisterlichkeit, Gleichberechtigung, sozialer Gerechtigkeit und Frieden. Wir sind als Gruppe zusammengekommen, um gegen Ungerechtigkeit und gegen die Last der Krisen zu kämpfen, die uns aufgebürden werden. Wir haben uns zusammengeschlossen, um unseren Protest und unsere Forderungen laut herauszuschreien. Wenn wir die Wirtschaft und die Politik, die unsere Lebensbedingungen bestimmen, nicht hinnehmen wollen, müssen wir uns organisieren. Zerstöre die Knechtschaft der Menschen unter den Menschen, sagt unser Dichter Nazım Hikmet. Eine lebenswerte Zukunft kann nur in einer Gesellschaft möglich sein, in der Lohnarbeiter, Arbeitenden mitreden und mitbestimmen. Wir erleben und erleiden gleich mehrere Krisen, sowohl lokal als auch global. Vertreibungen, insbesondere bezüglichweise der Energie und der Lebensmittel steigen. Armut nimmt zu. Etwa 14 Millionen Menschen in Deutschland leben in Armut. Die Mieten steigen ständig. Die Suche nach bezahlbarem Wohnraum ist nach wie vor ein großes Problem. Die Gesundheitsversorgung wurde weitergehend aus Profitgründen privatisiert. Die Arbeitsbedingungen sind hart, die Löhne niedrig. Auch in anderen Arbeitsbereichen sind die Löhne sehr niedrig. Daher ist die Forderung nach viel höheren Löhnen eine unserer zentralen Forderungen. Die Klimakrise vertieft sich und tritt in einen Prozess ein, der fast unumkehrbar sein wird. Anstatt den fossilen Brennstoffen ein Ende zu setzen, nehmen kapitalistische Länder die Energiekrise als Vorwand und fördern Kohle, Gas und Öl mit viel höheren Kosten. Energiemonopole erhöhen ihre Gewinne um das 3- bis 5-fache. Während das Monopolkapital die Krise in eine Chance verwandelt und wächst, können die Löhne der Arbeiter, Arbeiterinnen nicht einmal der Inflation standhalten. Die Herrscher raten uns, kalt zu duschen, weniger zu heizen und weniger Energie zu verbrauchen. Das ist eine nicht so toppende Dreistigkeit. Glauben die Herrschenden etwa, dass wir uns dieser Arroganz unterordnen? Wir werden nicht schweigen, so wie wir es heute tun. Wenn wir nicht kämpfen, werden wir weiterhin Armut erleben. Als würde es nicht reichen, dass wir Geflüchtete und Migrantinnen unter den Krisen leiden, sind wir auch noch diskriminierender und rassistischer Politik ausgesetzt. Wir werden als Menschen zweiter Klasse behandelt und von vielen Rechten ausgeschlossen. Während die Hauptverantwortlichen der Krise in den Ländern des Nordens sind, sind die am meisten betroffenen Länder die des Südens. Dieser neokolonialen Politik muss ein Ende gesetzt werden. Auch rassistisch-faschistische Kräfte wie die AfD versuchen, ihre nationalistische und chauvinistische Politik zu verbreiten, indem sie die Krise ausnutzen. Wir müssen den gemeinsamen Kampf aller Betroffenen der Krise ohne Diskriminierung forcieren. Gegen die Teile und Herrscherpolitik setzen wir auf Solidarität, soziale Gerechtigkeit und gleiche Rechte für alle. Unsere Forderungen im Kampf für eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung und in der Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit herrschen, lauten heute: Umverteilen von oben nach unten, Verstaatlichung von Immobilien und Energieunternehmen, Stopp die Preissteigerungen, Löhne, Renten und Sozialleistungen sind zu erhöhen, bezahlbarer Nahverkehr,
Bewegungsfreiheit für alle. Gleiche Rechte für alle. Sozial- und Gesundheitsversorgung für alle. Nieder mit dem Kapitalismus, der die Ursache allen Übels ist. Um für diese und ähnliche Forderungen zu kämpfen und um der Ausgrenzung ein Ende zu bereiten, haben wir uns so in der Initiative Wir sind auch dabei zusammengeschlossen. Unsere Gruppe ist neu, aber unsere Kampferfahrung reicht Jahrzehnte zurück. Um gemeinsam es reicht zu sagen und uns gegenseitig zu bestärken, laden wir alle zum gemeinsamen Kampf ein. Eure Wir sind auch dabei Initiative. Vielen Dank. Eine unerfreuliche Sache muss ich der Stelle mitteilen. Die Bullen.